Im heutigen Polizeireport geht es um Diebe, die sehr rabiat, aber wenig durchdacht vorgehen. Zwei Einbrecher, die sich mit einer Tankstellentür anlegen. Ein Dieb, der gleich dreimal zum Tatort kommt. Und ein Gespenst, das im Juweliergeschäft haust. Zwei Einbrecher wollen eine Tankstelle in Sachsen-Anhalt überfallen. Wie die Bilder der Überwachungskamera zeigen, kämpfen sie knapp 20 Minuten lang mit der Eingangstür. Ja, in diesem konkreten Fall ist es alles andere als ein sogenannter Blitzeinbruch. Die Täter haben es aller Wahrscheinlichkeit nach zum ersten Mal versucht, hier einen Einbruch in der Form zu begehen. Das zeigt das relativ große Zeitfenster, was sie benötigt haben. Eilig scheinen es die Räuber wirklich nicht zu haben. Vor Ort gehen sie ihren Plan noch mal in Ruhe durch. Sie gehen da recht dilettantisch vor, haben in der Tat Nacht die Totaltankstelle in Wernigerode erstmal ausspioniert. Und versuchen dann, mit allen Mitteln sich Zutritt zu verschaffen. Doch weder Fußtritt noch Steinwurf zeigen Wirkung. Weil die Tür standhält, löst die Alarmanlage nicht aus. Ein Gullideckel soll den Weg schließlich freimachen. Erst einzeln, dann gemeinschaftlich. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Und nach einer gewissen Weile wurde dann versucht, mit einem Pflasterstein dann ein Loch in diese Scheibe zu schlagen. Aber mehr als ein Loch ist dann letztlich auch nicht entstanden. Na, ob ein Stoßgebet hilft? Zumindest hilft es dem Tankstellenbesitzer. Denn plötzlich geht der Alarm los. Diese insbesondere Nebeltechnikanlagen, die lösen dann sofort aus und der ganze Innenraum ist dann, wie es hier der Name schon sagt, vernebelt, sodass man dann auch keine Chance hat, sich in der Einrichtung entsprechend zu orientieren. Und von daher macht es wenig Sinn, derartige Einbrüche zu begehen. Die beiden geben schließlich auf. Die Polizei fahndet nach den Möchtegern-Dieben. Da die beiden Täter aus unserer Sicht recht markante Bekleidung und auch auffällige Rucksäcke trugen, erhoffen wir uns Hinweise zur Identität, aber auch das Bewegungsmuster, Bewegungsbild, wie sie sich letztlich im Bereich des Tatortes bewegen, lässt doch letztlich den Schluss zu, dass wir diesbezüglich Hinweise bekommen können. Mittlerweile hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Auch in Halle Neustadt geht ein Dieb rabiat vor und schießt mehrmals auf die Glasscheibe eines Gebrauchtwarenladens. Zunächst vergeblich. Ja, die Tatbegehung ist doch ein recht seltenes Phänomen, gerade in diesem Fall, dass dann eine Schusswaffe genutzt wird, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Gerade Schusswaffen werden ja in der Regel auch eher zu anderen Taten genutzt als zum Einbruch. Den gesamten Einbruch besichtigen die Ladenbesitzer am nächsten Morgen auf den Überwachungsvideos. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, dass der Täter um 1.38 Uhr gekommen ist, auf die Scheibe geschossen hat und dann sich erstmal vom Tatort wieder entfernt hat. Dann kam er um 1.51 Uhr nochmal und hat wieder auf die Scheibe geschossen. Erst bei seinem zweiten Besuch schafft der Täter es in den Laden. Dort steckt er zunächst Handys und Videokameras ein. Nachdem er das Geschäft dann verlassen hat, haben wir festgestellt, dass er 3.25 Uhr zum dritten Mal an den Tatort kam und dann mit einem Werkzeug die Kasse aufhebelte. Er entwendet das Geld und verschwindet. Warum der Dieb ausgerechnet einen Gebrauchtwarenladen als Ziel auswählte, ist unklar. Auch hier können wir nur Vermutungen anstellen, warum solche Kleinstgegenstände entwendet werden. Aus der Erfahrung ist es allerdings so, dass oftmals gerade solche Gegenstände für beispielsweise Beschaffungskriminalität genutzt werden. Auffällig ist die Schießfreudigkeit des Diebes. Ja, das ist schon erschreckend, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, mit wie viel krimineller Energie jemand vorgeht und so eine Tat begeht. Und es erschreckt einen ja doch, wenn man sieht, dass er generell schon mit einer Waffe kommt und Schaden anrichtet. Mithilfe des Videos fahndet die Polizei nach dem Unbekannten.
Ja, die Polizei ist interessiert an Zeugen, die eventuell verdächtige Geräusche gehört haben könnten in dieser Nacht, die vielleicht sogar aus dem Fenster gesehen haben, den Täter bei der Tatbegehung oder auch auf seiner Fluchtrichtung gesehen haben. Aktuell laufen die Ermittlungen gegen einen möglichen Tatverdächtigen. Im dritten Fall geht ein Dieb in einem Dresdner Juweliergeschäft äußerst zerstörerisch ans Werk. Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Geschäft an der Ferdinandstraße eingebrochen. Die Täter zerschlugen eine Schaufensterscheibe und stahlen Uhren und Schmuck in bislang unbekanntem Wert aus der Auslage. Auf dem Video ist zwar nur ein einzelner Einbrecher zu sehen, doch dieser verursacht so viel Schaden wie eine ganze Bande. Der Einbruch geschah kurz nach 2 Uhr. Dabei wurde sowohl optischer als auch akustischer Alarm ausgelöst. Dieser weckt den Ladenbesitzer, der umgehend die Polizei verständigt. Beim Anblick der zerstörten Vitrinen befürchtet er das Schlimmste. Ich hatte trockenen Mund und Existenzängste eigentlich schon in diesem Moment. Ich habe gedacht, so, das war's. Und dann, als ich drin war, kam mir eigentlich schon das erste Lächeln, weil ich gesehen habe, der Tresor ist noch intakt und der Goldschmuck, den ich vergessen habe, wieder einzuräumen, war noch da. Seine vollumfassende Maskierung versperrt dem Dieb wohl den Blick für die hochkarätigen Schmuckstücke. Das ist sehr außergewöhnlich, ne? Das war eine Gardine oder ein Lappen mit 2 Löchern drin. Ja, sehr einfallsreich, aber nicht gerade sehr kreativ und smart. Sogar einen Brillantring im Wert von 5.000 Euro lässt der Einbrecher liegen. Doch durch sein rabiates Vorgehen verursacht er einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Beamten der Dresdner Polizei haben vor Ort Spuren gesichert, den Tatort fotografiert. Die Spuren müssen jetzt ausgewertet werden, in der Hoffnung, dass sich daraus Hinweise auf mögliche Täter ergeben. Ein Verdächtiger ist inzwischen festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen besonders schweren Einbruchs.